Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal, was hier und heute von den regierungstragenden Fraktionen, insbesondere aber auch von Herrn Finanzminister vorgetragen wird, ist schon erstaunlich. Ich nenne es mal ganz vorsichtig erstaunlich. Was das Verfahren angeht, Herr Finanzminister, muss ich Sie leider korrigieren. Der Konsens, den Sie hier behauptet haben, ist schlicht und ergreifend unzutreffend. Ganz im Gegenteil. Die Piratenfraktion, wenn Sie schon alle Fraktionen ansprechen, ist nicht gefragt worden hinsichtlich eines verkürzten Verfahrens, wie es jetzt hier durchgezogen werden soll bezüglich des Nachtragshaushalts, um das mal ganz klar festzuhalten. Man könnte natürlich sagen, die Piratenfraktion spielt da an dieser Stelle keine Rolle, aber wie es aussieht, sieht man mal einmal von Herrn Kollegen Lürbke ab. Allerdings, auch der Kollege Obtenbrink hat das durchaus moniert, ja, ist es nicht unbedingt des höchsten Rechts des Parlaments, des Budgetrechts würdig, hier eine Imagekampagne für den Innenminister, der zugegebenermaßen in den letzten Monaten etwas geschwächt dasteht, durchzuziehen, um nach außen darzustellen, der Innenminister, seht her, wir machen was mit der Polizei, wir stocken die Polizei an, wir erhöhen die Sicherheit, ich bin der starke Mann. Ganze Gegenteil ist der Fall, auch in diesem Fall, Herr Minister Jäger. Denn wie der Herr Finanzminister interessanterweise vorhin sagte, gäbe es zwar eine veränderte Sicherheitslage, im nächsten Satz sagt er aber, sie hat sich gar nicht aktuell verändert, das ist schon länger so. Sie hat sich nämlich in der Vergangenheit geändert, die Sicherheitslage. Und jetzt muss man sagen, erst aufgrund der Ereignisse, der wirklich schändlichen Ereignisse in Paris, Kopenhagen und Verviers, ist es Ihnen aufgegangen, dass hier doch mal langsam was getan werden muss. So sieht es doch in Wahrheit aus. Und Fakt ist auch, es werden hier keine zusätzlichen Stellen geschaffen, die ganz akut diese Sicherheitslage in den Griff bekommen müssten und dürfen und sollen, sondern es werden, wie hier gesagt worden ist, Umschichtungen vorgenommen. Auch das ist nicht zutreffend. Zutreffend ist, dass aus anderen Dienststellen in andere Dienststellen Spezialkräfte der Polizei abgezogen werden. Der Kollege Lürbke hat das dann genannt, ein Vakuum entsteht. In der Tat, man müsste sich ja fragen, was haben diese Spezialkräfte der Polizei eigentlich bisher getan, wenn sie jetzt an anderer Stelle den nach ihrer Spezialausrichtung wahrscheinlich erforderlichen Tätigkeiten nachgehen? Haben die dann nur gesessen? Das doch ganz sicherlich nicht. Ganz sicherlich nicht. Ah, keine Ahnung, das können Sie jetzt natürlich hier sagen. Ich finde es großartig, wenn Sie jetzt auf den Tisch steigen. Wenn Sie auf den Tisch steigen, dann können Sie einfach nur mal erkennen, was hier tatsächlich stattfindet. Das muss doch einfach mal auch gesagt werden. Sie können doch den Menschen hier nicht verkaufen, dass die Sicherheit im Lande erhöht wird. Die Sicherheit im Lande erhöht wird, wobei gar keine neuen Spezialkräfte, die diese Sicherheit gewährleisten können, eingestellt werden. Ab frühestens 1. September diesen Jahres. Ab frühestens 1. September diesen Jahres können neue Anwärterinnen und Anwärter eingestellt werden. Diese müssen erstmal zu Polizistinnen und Polizisten ausgebildet werden, von mir aus auch zu Spezialkräften, sodass die tatsächliche Personalverstärkung in den hier genannten Bereichen frühestens in 3, mangels Erfahrung wahrscheinlich aber auch erst frühestens in 5 Jahren Platz greifen könnte. Hier und heute zu verkaufen, dieser Nachtragshaushalt erhöhe die Sicherheit des Landes Nordrhein-Westfalen, ist eine glatte Lüge. Und selbstverständlich, der Kollege Stotko hat es angesprochen, sind auch die Piraten keineswegs abgeneigt zu sagen, wir brauchen, und das ist eine unserer wesentlichen Wahlforderungen, mehr Polizeibeamte, deutlich mehr Polizeibeamte. Ob wir allerdings mehr Beamtinnen und Beamten im Staatsschutz brauchen oder gar im Verfassungsschutz, ist angesichts der nicht gerade mit Ruhm ausgezeichneten Vergangenheit dieser Behörden außerordentlich fraglich. Die Piraten und der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, und das wird sicherlich auch der NSU-Untersuchungsausschuss nicht besonders gerade verändern, werden vermutlich keine Freunde werden. Wir halten es nicht für klug, einer im Geheimen agierenden und praktisch nicht kontrollierbaren und faktisch so gut wie keiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Behörde
noch mehr Überwachungspersonal zur Verfügung zu stellen. Da bedarf es dringend der Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle. Insgesamt lässt sich jedenfalls sagen, abgesehen davon, dass wir dieses verkürzte Verfahren, welches hier ganz im Gegenteil, jedenfalls nicht mit unserer Zustimmung erfolgt, Rügen diesen Nachtragshaushalt ablehnen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Liebe